Ein Video der BAG Selbsthilfe zum Thema Die Entstehung der BAG Selbsthilfe und ihre Mitgliedsverbände. Eine Gruppe aus verschiedensten Menschen mit und ohne Behinderungen und chronischen Erkrankungen erscheint im Bild. Zusammen sind wir stark. Über 1,2 Millionen Menschen bilden mit ihren Mitgliedsorganisationen die BAG Selbsthilfe. Die größte Dachorganisation von Selbsthilfeverbänden behinderter und chronisch kranker Menschen in Deutschland. Ein dreieckiges Dach mit dem Logo der BAG Selbsthilfe wird über der Gruppe eingeblendet, sowie eine Karte der Bundesrepublik Deutschland. Einige Gruppenmitglieder verschwinden aus dem Bild. 1967 hat alles angefangen, aber viel kleiner. 8 Organisationen von Eltern behinderter Kinder gründen in Düsseldorf eine erste Interessenvertretung. Dach und Karte werden aus dem Bild geschoben. Die Menschengruppe tritt wieder in den Vordergrund und nimmt die ursprüngliche Anzahl an. Doch nach und nach treten immer mehr Organisationen behinderter und auch chronisch kranker Menschen und deren Angehörige dem Verband bei. Ein Mitarbeiter einer betroffenen Organisation steht hinter einem Tisch. Vor dem Tisch ist eine Frau im Rollstuhl zu sehen. Und das Selbstverständnis ändert sich. Weg von der reinen Hilfe für Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung hin zur Selbsthilfe von behinderten und chronisch erkrankten Menschen. Beide zuvor gezeigten Personen sitzen nun gemeinsam am Tisch. 2 junge Männer mit körperlicher Behinderung sind zu sehen. Im Hintergrund erscheinen ihre Angehörigen. Sprechblasen stehen für den Austausch. Selbsthilfe, das ist vor allem Gemeinschaft. Behinderte oder chronisch erkrankte Menschen sowie deren Angehörige tauschen Informationen und Erfahrungen aus, unterstützen sich gegenseitig. Eine ältere Dame mit Rollator steht neben einer Tafel und zeigt auf diese. Selbsthilfeverbände haben zudem durch die eigene Betroffenheit viel Expertise und bieten Beratungs- und Versorgungskurse an. 2 Mitglieder der BAG Selbsthilfe stehen neben einem Rednerpult. Und Selbsthilfe ist gemeinsame Interessenvertretung gegenüber Politik und Gesellschaft. Das Rednerpult wird ausgeblendet und die gesamte Gruppe ist wieder zu sehen. Prinzipien, denen auch die Mitgliedsverbände der BAG Selbsthilfe folgen. Eine Gruppe von 4 Personen ist zu sehen. Sie halten gemeinsam ein Schild mit dem Logo der Achse. Zum Beispiel die Achse. Die Allianz chronischer seltener Erkrankungen. Sie hat sich aus einzelnen Selbsthilfeorganisationen innerhalb der BAG gebildet, die damit ihre Kräfte bündeln. Über der Gruppe erscheint das dreieckige Dach mit dem BAG Selbsthilfe-Logo. Die Organisation bleibt dabei Mitglied in der BAG, um von ihrer politischen Arbeit zu profitieren, etwa im gemeinsamen Bundesausschuss. Die Gruppe wird ausgeblendet. Unter das BAG-Dach werden Säulen geschoben. Insgesamt versammelt die BAG Selbsthilfe auf Bundesebene fast 120 Selbsthilfeverbände. Dazu einige außerordentliche Mitgliedsverbände, die ebenfalls die Anliegen von Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen unterstützen. Ein weiterer Gebäudeteil mit Fenstern wird unter die Säulen geschoben. Auf Länderebene sind die Mitgliedsverbände und Regionalgruppen in Landesarbeitsgemeinschaften organisiert. Unter den Fenstern erscheint das Fundament mit Türen. Die Basis bilden die lokalen Gruppen und Vereine vor Ort. Neben dem gesamten Gebäude erscheint erneut die Deutschlandkarte sowie eine Waage und ein Richterhammer. Allen gemeinsam ist, sie setzen sich für die rechtliche und die tatsächliche Gleichstellung behinderter und chronisch kranker Menschen ein. Erneut ist die Gruppe vom Anfang des Videos zu sehen, welche stellvertretend für die gesamte BAG steht. Getreu dem im Jahre 1994 auch auf Betreiben der BAG Selbsthilfe erweiterten Artikel 3 des Grundgesetzes, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Neben der Gruppe wird das Grundgesetz eingeschoben. Weitere Informationen zu den Mitgliedsverbänden der BAG Selbsthilfe finden Sie unter www.bag-selbsthilfe.de.
mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse, Bundesverband.